So, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier bei UB Direkt. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben ja in diesem Jahr ganz besondere Feierlichkeiten zu begehen. Am 26. November 1958, also vor 60 Jahren, haben sich Charles de Gaulle und Konrad Adenauer das erste Mal auf deutschem Boden getroffen, nach dem Krieg. Diese beiden Staatsmänner hatten wunderbare Visionen von Europa. Und wir sind sehr froh und auch sehr stolz, dass es in Bad Kreuznach zum allerersten Mal zu diesem Regierungsgipfeltreffen gekommen ist zwischen den ehemals verfeindeten Frankreich und Deutschland. In diesem Jahr haben wir kleine Feiern vorbereitet und wir haben ein schönes Programm. Am 25.11. wird es eine Podiumsdiskussion geben zum Thema: Wo steht Europa heute? Wie kann es denn weitergehen mit der Vision dieser Staatsmänner? Dann gibt es am 26., dem eigentlichen Tag, das ist ein Montag, gibt es einen Film, eine Multivisionsshow für Schülerinnen und Schüler der Oberstufen unserer Schulen hier in Bad Kreuznach. Am Abend gibt es einen deutsch-französischen Kulturabend. Seien Sie alle herzlich eingeladen und feiern Sie mit uns dieses wunderbare Jubiläum. Aber wir alle müssen etwas dafür tun, dass die Vision von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle auch tatsächlich Wirklichkeit bleibt. Wir in Bad Kreuznach haben ja zwei ganz wesentliche Straßen nach Konrad Adenauer und Charles de Gaulle benannt. Wir haben die Brücke Charles de Gaulle und damit möchte ich auch die Brücke schlagen zum Kornmarkt, weil wir haben nach dem der Brückenschlag, also die Verbindung der Altstadt, Neustadt, historischen Neustadt mit der Innenstadt durch die Sanierung der alten Nahebrücke und der Mühlenteichbrücke vollzogen worden ist, nun die Sanierung des Kornmarkts fast beendet. Die Oberfläche ist schon nutzbar, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Der Wochenmarkt ist inzwischen auch umgezogen, wir sind sehr froh. In der vergangenen Woche konnte es zum ersten Mal wieder einen Wochenmarkt auf dem altangestammten Platz auf dem Kornmarkt geben. Die Händler waren zufrieden und die Bürgerinnen und Bürger, die den Wochenmarkt besucht haben, ebenfalls. Jetzt fehlen natürlich noch die Bäume. In der Planung des Platzes ist vorgesehen, dass ringsherum 16 Bäume gepflanzt werden. Das Substrat muss noch aufgefüllt werden. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass die einzelnen Bereiche noch mit Bauzäunen abgesteckt sind. Der Brunnen und die Wassersprudler, Bodenwassersprudler sowie die beiden Trinkbrunnen, die geplant sind an den beiden Längsseiten des Kornmarkts, werden erst im Frühjahr nach der Fastnacht eingeweiht bzw. bepflanzt. Wir freuen uns sehr, dass wir auch eine offizielle Einweihung des Kornmarkts am 11. Mai, nämlich den Tag der Städtebauförderung, feiern können. Eben habe ich schon von Brücken gesprochen. Eine Brücke, die uns inzwischen auch ganz schön in Atem hält, ist der Löwensteg. Sie ist ja die wichtigste Verbindung aus dem Süden bis in die Innenstadt für die Fußgänger, für die Radfahrer und natürlich auch für unsere Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen. Leider mussten wir bei der letzten Prüfung feststellen, dass der Löwensteg nicht mehr die nötige Widerstandskraft hat gegen Windlasten. Und deswegen musste die Brücke, nachdem das Prüfungsergebnis auf dem Tisch lag, sofort gesperrt werden. Ich weiß, dass es sehr, sehr umständlich ist für alle, die den Löwensteg immer benutzt haben, jetzt die Ochsenbrücke zu benutzen, zumal auch die Oberfläche der Ochsenbrücke sehr uneben ist. Trotzdem bemühen wir uns natürlich unter Hochdruck, verschiedene Möglichkeiten für eine Sanierung oder für einen Neubau jetzt zu sondieren. Es hängt natürlich zum einen davon ab, wie lange die einzelnen Planungsphasen Zeit in Anspruch nehmen. Es hängt aber auch davon ab, wie viel Geld die einzelnen Lösungsvorschläge kosten und letzten Endes auch, wie es weitergehen wird mit der Planung der innerstädtischen Entlastungsstraße, also der sogenannten Ost-West-Trasse. Und bei diesen Planungen gibt es viele Aspekte zu berücksichtigen. Da spielt nämlich auch die Bahn eine große Rolle, denn der Löwensteg ist ja eine Brücke über die Bahnlinie. Wir brauchen dafür in allen Schritten die Genehmigung und das Zutun der Bahn. Zuletzt haben wir alleine für die Prüfung ein Genehmigungsverfahren anstreben müssen, was ein halbes Jahr gedauert hat. Dann können Sie sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, wir machen den Löwensteg jetzt wieder auf, wenn wir ein paar Schrauben angedreht haben oder ein paar Platten ersetzt haben. Trotzdem bemühen wir uns natürlich, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, die für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, für die Radfahrer, für die Fußgänger, für die Rollstuhlfahrer eine gute Lösung darstellen werden, die aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit für unseren Haushalt finanziell einigermaßen darzustellen ist.
Verkehr ist in unserer Stadt immer ein großes und auch ein sehr emotionales Thema. Die Stadt wächst, aber die Stadt wächst asymmetrisch, insbesondere im Bereich des Südostens und des Südwestens, nämlich da, wo die Konversionsgebiete gelegen sind. Wir haben jetzt auch neue Planungen für eine Waldorfschule auf dem Kuhberg. Es wird ein Flächennutzungsplan geändert und es wird ein Bebauungsplan erstellt. Da stellen sich natürlich im Rahmen des Bebauungsplansverfahrens zahlreiche Fragen, unter anderem auch die Frage der Verkehrsanbindung. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Rheingrafenstraße beklagen bereits jetzt, bevor überhaupt eine Schule da oben gebaut wird, dass es eine große Verkehrs- und Lärmbelastung gerade in den Morgen- und Abendstunden gibt. Aber auch im Bereich des Lederhoserwegs, wo es teilweise keinen Asphalt, sondern Steine gibt, Pflastersteine gibt, kommt es zu starken Lärmbelästigungen. Für uns als Stadt wäre es eigentlich eine wünschenswerte Verkehrsführung, wenn wir den Verkehr, der auf den Kuhberg führt bzw. vom Kuhberg abfährt, über die Panzerstraße auf die Alzeierstraße leiten könnten. Wir haben allerdings festgestellt, dass die Panzerstraße keine gewidmete, also offiziell als Erschließung dienende Straße ist. Und für eine Widmung muss diese Straße nach bestimmten DIN-Vorschriften ausgebaut werden. Diese Straße auszubauen kostet mehrere hunderttausend Euro. Und im Übrigen ist auch die Panzerstraße nicht 100% in unserem Besitz, sondern sie ist teilweise im Eigentum der Gemeinde Hackenheim. Also da bedarf es auch noch einiger Gespräche, wie wir es schaffen, die Verkehrsanbindung auf gute Bahnen zu lenken, insbesondere um zu verhindern, dass jetzt noch mehr Verkehr die Rheingrafenstraße oder den Lederhoser Weg runterfahren. Apropos Verkehr, wir hatten auch sehr viel Verkehr, als wir am vergangenen Wochenende den Herbstmarkt gefeiert haben mit unserem traditionellen verkaufsoffenen Mantelsonntag. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass so viele Menschen in unsere Stadt gekommen sind. Denn in den Zeiten, wo der Internethandel dem stationären Handel große Schwierigkeiten bereitet, müssen wir froh sein, wenn unsere Innenstadt blüht. Und wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen aus der Region zu uns in die Stadt kommen, dass sie unsere Stadt als Einkaufsstadt wahrnehmen und dass sie dann dazu führen, dass der Besatz an Geschäften auch attraktiv bleibt. Wir hatten einen Eilantrag von der Verdi-Gewerkschaft, der verhindern sollte, dass der Mantelsonntag, der traditionelle Mantelsonntag, den es schon seit vielen Jahrzehnten auch in Bad Kreuznach gibt, tatsächlich stattfinden soll. Das Gericht hat diesen Eilantrag allerdings abgewiesen und wir sind froh als Stadt, dass es dann zu so einem erfolgreichen Mantelsonntag gekommen ist. An der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei den ehrenamtlichen Akteuren des Vorstands von ProCity, unserer Einzelhandelsvereinigung, aber auch bei den Händlerinnen und Händlern, die mitgeholfen haben, diesen Mantelsonntag zu einem attraktiven Erlebnis für die ganze Familie zu machen. Vielleicht waren Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Mantelsonntag auch in der Neustadt. Und es ist Ihnen eventuell aufgefallen, dass direkt in der Nachbarschaft von Nahe TV auch ein Gebäude abgestützt werden musste. Wir haben in der historischen Neustadt öfters der Fall, dass die historischen und denkmalgeschützten Gebäude eben nicht zeitgemäß saniert werden, sondern dass sie häufig von der Bausubstanz her über die Jahre sehr schlecht werden. In diesem Nachbarhaus vom Nahe TV mussten wir dann als Stadtverwaltung dafür sorgen, dass das Gebäude abgestützt wird, weil die Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Und es handelt sich um ein sehr schönes historisches Brückenhaus über dem Ellerbach. Und wir wollten natürlich verhindern, dass irgendetwas passiert und jemand zu Schaden kommt. Wir hoffen jetzt wirklich, dass der Eigentümer bzw. ein zukünftiger Investor sich dann tatsächlich des Gebäudes annimmt und das Gebäude so saniert, dass es wieder in altem Glanz erstrahlen wird. Das passiert im Übrigen zurzeit in der historischen Neustadt an ganz vielen Stellen und ich freue mich sehr, dass so viele Investoren jetzt diesen wunderbaren Stadtteil entdeckt haben und auch bereit sind, Geld in diese historische Substanz zu stecken. Wir unterstützen jedenfalls von Seiten der Stadtverwaltung alle Investoren, die das gerne in der Neustadt machen möchten. Zum einen mit einem Zuschuss für Modernisierung. Wir haben ein Sanierungsgebiet aufgelegt, sodass es eine Sanierungsabschreibung bei der Steuer gibt. Und natürlich der Denkmalschutz kann ebenfalls bei der Steuer geltend gemacht werden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, OB Direkt war für Sie wieder informativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dem Nahe TV auch Ihre Fragen übermitteln könnten. Ich beantworte sie gerne und ich freue mich auf Ihre Zuschriften. Vielen Dank.